Hey, willkommen zu einem neuen Video. Bist du ein Fan von Filmen mit Monstern? Dann bist du beim richtigen Video gelandet. Von riesigen Kreaturen, die die Welt bedrohen, bis hin zu mythischen Monstern, die unter der Erde leben, gab es im Laufe der Jahre zahlreiche Filme mit eigenen Monstern. Und wir reden hier nicht nur von Godzilla oder King Kong. Heute stellen wir euch 20 riesige Filmmonster vor. Du bist neu auf diesem Kanal? Dann vergiss nicht, uns zu abonnieren und aktiviere die Benachrichtigungsglocke. Bevor wir anfangen, gib einen Daumen hoch. Nummer 20. Star Wars: Das Imperium schlägt zurück enthält eine der ikonischsten Szenen der Filmgeschichte, in der der Millennium Falke von dem Exogorth-Monster, auch bekannt als Weltraumschnecke, gejagt wird. Das Exogorth-Monster ist eine auf Silizium basierende Lebensform, die in Asteroiden lebt und ein komplettes Ökosystem in ihrem Körper unterhält. Diese Kreaturen erreichen ihre Reife bei 10 Metern und pflanzen sich fort, indem sie sich in zwei kleinere getrennte Körper aufspalten. Wenn ein Exogorth-Monster dazu nicht in der Lage ist, wächst es ununterbrochen weiter und kann eine Länge von 900 Metern erreichen. Kreaturen dieser Größe sind in der Lage, ganze Raumschiffe zu verschlucken und ganze Ökosysteme zu beherbergen. Das Exogorth-Monster lebt in Asteroidenfeldern und vergräbt sich in einem Asteroiden, bis es vollständig verborgen ist. Dort ernährt es sich von stellaren Energieemissionen, mineralreichen Ablagerungen des Asteroiden, driftendem Weltraumschrott und vermutlich auch von anderen siliziumbasierten Lebensformen wie Minox. Das Exogorth-Monster spielt eine wichtige Rolle in den Star Wars-Filmen und ist eine der kultigsten Kreaturen der Reihe. Seid ihr ein Fan von Star Wars? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Nummer 19. Colossal ist ein Science-Fiction-Film aus dem Jahr 2016, bei dem Nacho Vigalondo Regie führte und das Drehbuch schrieb. Der Film folgt Gloria, einer arbeitslosen Schriftstellerin, die mit Alkoholismus und einem kontrollierenden Kollegen zu kämpfen hat. Als Gloria um 8 Uhr morgens durch einen Park in Seoul spaziert, erscheint ein riesiges Monster und sie entdeckt, dass sie das Monster kontrollieren kann. Ein cooler Aspekt des Monsters ist, dass es eine halbhumanoide Reptilienkreatur mit dicker, schuppiger, brauner Haut und einem beigen Unterbauch ist. Es hat einen kurzen, stummeligen Schwanz, elefantenartige Füße und menschenähnliche Hände. Das Gesicht ähnelt vage dem eines Frosches und hat bräunliche, menschenähnliche Augen und einen Mund voller scharfer Zähne. Die Kraft des Monsters ist aufgrund seiner enormen Größe und seines Gewichts unübertroffen. Das heißt, es verfügt über immense physische Stärke und Macht. Das Monster ist auch psychisch mit Gloria verbunden, ahmt ihre Bewegungen genau nach und teilt ihren Schmerz. Nummer 18. Die Kong-Filmsaga ist eines der am längsten laufenden Filmfranchises in der Geschichte Hollywoods, das mit dem Originalfilm King Kong im Jahr 1933 begann. Dieser Film wurde schnell zum Kultklassiker und seitdem wurden viele Kong-Filme und Remakes gedreht, darunter auch der jüngste Reboot Kong, Skull Island von 2017. Eine der spektakulärsten Szenen aus diesem Film ist der Kampf zwischen Kong und dem Riesenkraken. Diese Kampfszene zeigt Kongs Stärke und Führungsqualitäten und ist einer der Höhepunkte des Films. Was viele Menschen nicht wissen, ist, dass die Figur des Kongs auf echten Tieren basiert. Der Gorilla, auf dem Kong basiert, ist eine vom Aussterben bedrohte Tierart, die oft wegen ihres Fleisches gejagt wird. Die Filmemacher wollten Kong als intelligentes und einfühlsames Wesen darstellen, das sich und sein Ökosystem vor Menschen und anderen Bedrohungen schützt. Kong ist nicht nur ein Monster, sondern ein Symbol für die Natur und die Verwundbarkeit unseres Planeten. Diese Botschaft wird in den Kong-Filmen immer wieder betont und ist ein wesentlicher Grund dafür, dass diese Filme beim Publikum immer noch beliebt sind. Darüber hinaus sind die Kong-Filme auch für ihre beeindruckenden Spezialeffekte und epischen Kampfszenen bekannt, die jeden Zuschauer in Atem halten. Nummer 17. Das Cloverfield-Monster ist das zentrale Element des gleichnamigen Films aus dem Jahr 2008. Das Monster, das wie eine Kreuzung aus Affe, Insekt und Drache aussieht, ist riesig und sorgt für Chaos und Zerstörung in der Stadt Manhattan. Das Monster ist über 100 Meter lang und ist mit Schuppen und Tentakeln bedeckt. Es ist in der Lage, Gebäude zum Einsturz zu bringen und Soldaten der United States Army zu vernichten. Das Monster wird von kleineren parasitären Kreaturen begleitet, die von seinem Körper abfallen und ebenfalls eine Bedrohung für die Überlebenden in der Stadt darstellen. Das Cloverfield-Monster wird in dem Film nur in begrenztem Umfang gezeigt. Die meiste Zeit werden die Folgen seiner Anwesenheit gezeigt, wie eingestürzte Gebäude, brennende Fahrzeuge und Panik unter den Überlebenden. Dies trägt zur Spannung des Films bei, denn der Zuschauer fragt sich, was genau das Monster ist und was es tun kann. Es heißt, das Monster sei das Ergebnis eines schiefgelaufenen Experiments. Die Tatsache, dass nicht genau erklärt wird, um was für ein Monster es sich handelt, macht es noch furchterregender und verstärkt die mysteriöse Atmosphäre des Films. Nummer 16.
Die Verfilmung des berühmten Science-Fiction-Romans Dune von Frank Herbert aus dem Jahr 2021 dreht sich um den Planeten Arrakis. Der Planet wird von riesigen wurmähnlichen Kreaturen, den Sandwürmern, bewohnt, die die wichtigste Ressource für interstellare Reisen, Spice oder Melange genannt, produzieren. Die Ernte des Spice ist ein gefährliches Unterfangen, denn die Sandwürmer sind aggressiv und territorial. Die Verwendung des Gewürzes ist so wichtig, dass ein Kampf um die Kontrolle über seine Produktion und Verteilung entbrannt ist, der die Grundlage für die Handlung der Dune-Saga bildet. In der Verfilmung von 2021 werden die Sandwürmer mit visuellen Effekten zum Leben erweckt und erhalten mehr Tiefe und Geheimnis als je zuvor. Ihre enorme Größe und kraftvolle Präsenz auf der Leinwand sind atemberaubend und die Art und Weise, wie sie sich durch die Sandmeere von Arrakis bewegen, lässt den Zuschauer staunen, was es auf diesem geheimnisvollen Planeten noch alles zu entdecken gibt. Nummer 15. Die Eroberung der Dämonen ist ein chinesischer Fantasyfilm aus dem Jahr 2013, der die Geschichte von Tang San Zhang erzählt, bevor er seine legendären Jünger trifft und seine Reise in den Westen beginnt. In dem Film wird San Zhang mit einer mysteriösen Wasserkreatur konfrontiert, die ein Dorf terrorisiert. Ein taoistischer Priester behauptet, den Dämon durch das Töten eines riesigen Manta-Rochens getötet zu haben. San Zhang weiß jedoch, dass es sich nicht um den echten Dämon handelt und versucht, die Dorfbewohner zu warnen. Leider hören sie nicht auf ihn und beschließen, ihn zu hängen. Als der echte Dämon zurückkehrt und viele Dorfbewohner tötet, gelingt es San Zhang, die Kreatur mit Hilfe eines Buches mit Kinderreimen in einen Menschen zu verwandeln. Der Film zeigt auch andere übernatürliche Kreaturen, wie einen Schweinedämon, der ein Restaurant betreibt, und ein riesiges Wildschwein, das ein Gebäude zerstört. San Zhang und sein Jagdkamerad Duan verlieben sich ineinander, doch ihre Liebe wird nicht erwidert. Schließlich wird San Zhang aufgefordert, den Affendämon Sun Wukong zu zähmen und den Schweinedämon zu bezwingen. Der Film ist voller Action, Humor und Romantik und bietet eine einzigartige Sicht auf die Legende von Tang San Zhang. Nummer 14. Das Slattern-Monster aus dem Film Pacific Rim ist eine gigantische Kreatur und der Anführer der Kaiju, einer Rasse außerirdischer Monster, die es auf die Erde abgesehen haben. Slattern ist der größte und mächtigste aller Kaiju, mit einem reptilienartigen Körper, vier Armen und einem riesigen Horn auf dem Kopf. Es hat einen Panzer aus zähen Schuppen und kann eine nukleare Strahlung abfeuern. Dieses Monster ist ein nicht zu unterschätzender Gegner für die Jägerroboter, die speziell zur Bekämpfung der Kaiju gebaut wurden. Im Film Pacific Rim tritt Slattern gegen Gypsy Danger an, einen der von Rayleigh Beckett und Marco Mori gesteuerten Jägers. Der epische Showdown zwischen diesen beiden Giganten ist spektakulär und sorgt für einen Adrenalinstoß, den ihr so schnell nicht vergessen werdet. Die Macher von Pacific Rim haben mit Slattern ein glaubwürdiges und überzeugendes Monster erschaffen, das sich durch die Kombination von CGI so anfühlt, als würde es tatsächlich existieren. Nummer 13. Wenn du auf der Suche nach einem Film voller Action und zerstörerischer Monster bist, dann ist Godzilla vs. Kong der perfekte Film für dich. Der Film von Regisseur Adam Wingard aus dem Jahr 2021 lässt zwei Giganten gegeneinander antreten, Godzilla und King Kong. Nach den Ereignissen der vorherigen Filme ist die Welt voll von großen Monstern, die von King Ghidorah erweckt wurden. Kong lebt unter der Obhut von Monarch in einer riesigen Kuppel auf Skull Island. Die Geschichte beginnt, als Godzilla plötzlich Apex Cybernetics angreift und Bernie Hayes, ein Mitarbeiter von Apex, Informationen über die Pläne des Unternehmens entdeckt. Die Firma rekrutiert Nathan Lind, einen Theoretiker der Hohlen Erde, um sie bei der Suche nach einer Energiequelle in der Hohlen Erde zu unterstützen. Kong ist der Führer durch diese unbekannte Welt, aber als sie wieder auftauchen, kommt es zu einer heftigen Konfrontation zwischen den beiden Monstern. In diesem Film sind die Kämpfe zwischen den Monstern spektakulärer als je zuvor. Es ist wie ein gigantisches Schachspiel, bei dem beide Monster alles auf eine Karte setzen, um den anderen zu besiegen. Es ist schwer vorherzusagen, wer letztendlich gewinnen wird, denn beide Monster sind gleich stark und entschlossen zu triumphieren. Es ist klar, dass die Macher alles getan haben, um die Zuschauer zu unterhalten, denn die visuellen Effekte sind fantastisch und die Kämpfe atemberaubend. Nummer 12. Wenn du denkst, dass du alles über Kreaturen in der Fantasiewelt weißt, hast du wahrscheinlich noch nichts vom Balrog gehört. Diese dämonischen Monster aus der Welt von J.R.R. Tolkien sind furchterregend und beeindruckend. In der Trilogie Der Herr der Ringe sind sie vor allem durch den Kampf zwischen dem Zauberer Gandalf und dem Balrog in Moria bekannt. Der Balrog war kein gewöhnliches Ungeheuer, sondern ein Wesen von ungeheurer Macht und Zerstörung. Mit seinen flammenden Mähnen und feuerspeienden Nasenlöchern ähnelte er einem riesigen Menschen, allerdings mit verschlungenen Schlangen als Gliedmaßen.
Seine Hauptwaffe war eine Peitsche mit vielen Peitschenhieben, aber es hatte auch einen Streitkolben, eine Axt und ein Flammenschwert in seinem Arsenal. Er war selbst für die erfahrensten Krieger ein furchterregender Gegner. Der Kampf zwischen Gandalf und dem Balrog ist einer der epischsten Momente in der Trilogie. Die Szene, in der Gandalf mit dem Balrog kämpft und schließlich mit ihm in die Tiefe stürzt, ist unvergesslich. Sie zeigt, wie mächtig und gefährlich diese Kreaturen sind und wie viel Kraft es braucht, um sie zu besiegen. Der Balrog ist nur eine der vielen fantastischen Kreaturen, die Tolkien erschaffen hat und die die Welt des Herrn der Ringe so faszinierend machen. Es ist eine Welt voller Magie und Abenteuer, in der der Kampf zwischen Gut und Böse im Mittelpunkt steht und in der jede Kreatur ihre eigene Rolle spielt. Nummer 11. Der Indominus Rex ist der ultimative Hybrid-Dinosaurier und der Albtraum von Jurassic World. Dieser Dinosaurier ist nicht nur aus den Genen der stärksten und furchterregendsten Theropoden entstanden, sondern hat auch Züge moderner Tiere wie Tintenfische und Laubfrösche. Aber wusstet ihr, dass die Erschaffung des Indominus Rex nicht ohne Folgen blieb? In dem Film Jurassic World – Gefallenes Königreich erfahren wir, dass der hybride Dinosaurier die Ursache für das Aussterben aller Dinosaurier auf der Insel Isla Nubla war. Dies führte zu einer Rettungsmission, bei der die Dinosaurier auf eine neue Insel evakuiert wurden, bevor ein Vulkanausbruch alles zerstörte. Was sie jedoch nicht wussten, war, dass es auf der Insel noch einen Indominus Rex gab. Diese Entwicklung sorgte für Spannung und Aufregung im Film und ließ uns mitfiebern, als die Figuren versuchten, dem gefährlichen Dinosaurier zu entkommen. Das beweist, dass es bei der Jurassic Park-Reihe nicht nur darum geht, spektakuläre Dinosaurier-Action zu zeigen, sondern auch darum, eine spannende und fesselnde Geschichte zu erzählen. Der Indominus Rex ist ein beeindruckender und furchterregender Gegner und ein wichtiger Bestandteil der Reihe. Seine Erschaffung zeigt, was mit genetischer Manipulation möglich ist, aber auch, welche Gefahren sie mit sich bringen kann. Die Jurassic Park-Filme überraschen uns immer wieder mit ihrem Einfallsreichtum und zeigen uns, wie die Welt aussehen würde, wenn es noch Dinosaurier gäbe. Nummer 10. Schlangen hatten schon immer einen etwas schlechten Ruf. Sie werden als gefährliche Kreaturen angesehen, von denen man sich besser fernhalten sollte. Aber was wäre, wenn ich euch sagen würde, dass es einen Film gibt, in dem eine Schlange von sage und schreibe 152 Metern Länge die Show stiehlt? Snake 2 ist ein chinesischer Film, der auf einer chinesischen Volkslegende über die weiße Schlange basiert. In dem Film wird eine Kreuzfahrt auf der Suche nach Delfinen zu einem Albtraum, als das Boot sinkt und die Überlebenden auf einer Insel landen, die von Monstern aus einem verlassenen Laborprojekt bewohnt wird. Der Film zeigt nicht nur die Riesenschlangen und ihre Babys, sondern auch einen Schwarm großer fliegender Piranhas und einen riesigen Pilz mit saurem Blut und einer Wurfzunge, die einem das Fleisch von den Knochen reißen kann. Das Interessante an Snake 2 und ähnlichen Filmen ist, dass sie oft so schlecht sind, dass sie gut werden. Es ist pure Unterhaltung und der perfekte Film für einen Abend mit Freunden. Nummer 9. Das Monster Gwomul aus einem südkoreanischen Film namens The Host ist nicht irgendein Monster. Diese große amphibische Kreatur wurde aus einem unbekannten Organismus geboren, der aufgrund der Verschmutzung des Hahnflusses mutierte. Das Ergebnis ist eine äußerst aggressive und gefährliche Kreatur, die sich von Menschen ernährt und sie in ihr unterirdisches Versteck in der Kanalisation verschleppt. Allerdings hat das Monster Angst vor Feuer und stirbt schließlich durch Verbrennung. Noch faszinierender ist jedoch das Fressverhalten von Gwomul. Obwohl es einen Kiefer mit mehreren Reihen scharfer Zähne hat, kann es offenbar nur ganze Nahrung zu sich nehmen. Wir sehen, wie das Monster bei einem frühen Angriff eine Frau am Kopf packt und sie wegschleppt, um sie später zu essen. Wir sehen Gwomul auch mit einem riesigen Knochenhaufen in seiner Höhle, was darauf hindeutet, dass es lange Zeit ohne Nahrung überleben kann, ähnlich wie Reptilien es tun. Wirklich faszinierend ist jedoch die bizarre Angewohnheit von Gwomul, jede Art von Flüssigkeit zu trinken, die auf ihn spritzt, ganz gleich, worum es sich handelt. Selbst wenn die Flüssigkeit giftig oder brennbar ist, trinkt das Monster sie trotzdem. Dies wirft die Frage auf, ob Gwomul überhaupt über Intelligenz verfügt. Es scheint, dass die Kreatur nicht merkt, dass die Flüssigkeit giftig ist und offensichtlich nicht berücksichtigt, dass sie nicht nach Wasser schmeckt. Der Film war in Südkorea ein Hit und brach mehrere Kinorekorde. Auch in anderen Ländern wurde er gut aufgenommen und erhielt mehrere Preise, darunter den Preis für den besten Film bei den Asian Film Awards und den Blue Dragon Film Awards. Nummer 8. In dem Film Howl from Beyond the Frog steht ein gigantisches Kaiju-Monster namens Nebula im Mittelpunkt. Der Film ist inspiriert von der Kurzgeschichte The Foghorn von Ray Bradbury, die auch als Grundlage für den Film The Beast from 20,000 Fathoms diente. Das Ungeheuer Nebula lebt in einem See und ist blind, genau wie sein Freund Takiri. Nebula ist kein gewalttätiges Monster, wird aber wütend, wenn es bedroht wird. Die Geschichte spielt in Japan während der Meiji-Zeit und folgt dem jungen Aiji, der nach dem Tod seines Zwillingsbruders in seine Heimatstadt zurückkehrt. Hier trifft er auf seine blinde Cousine Takiri und ihren gigantischen Freund Nebula.
Aber die Geschichte dreht sich nicht nur um Nebula und seine Freunde. IGs Familie wird von Bauunternehmern bedroht, die ihr Land für den Bau eines Staudamms an sich reißen wollen. Die Handlungsstränge kreuzen sich, als Nebula wütend wird und Amok läuft. Nummer 7. Godzilla, König der Ungeheuer, kehrt im Film Godzilla King of the Monsters zurück, wo er sich seinem bisher furchterregendsten Gegner King Ghidorah stellt. Aber lasst euch nicht von der ernsten Handlung täuschen, es gibt reichlich monströse Action und Zerstörung, um jeden Kaiju-Fan zufriedenzustellen. Der Film glänzt mit talentierten Schauspielern, darunter Millie Bobby Brown aus Stranger Things, und beeindruckenden Spezialeffekten, die die gigantischen Kreaturen in atemberaubenden Details zum Leben erwecken. Eines der herausragenden Monster ist King Ghidorah, eine drachenähnliche Kreatur mit drei Köpfen, die sich als ebenso mächtig wie Godzilla erweist. Das Interessante an dem Film ist, dass die Menschen darum kämpfen, die riesigen Titanen zu kontrollieren und zu verstehen, aber letztendlich erkennen, dass diese Kreaturen eine wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung des ökologischen Gleichgewichts der Erde spielen. Nummer 6. Im Film Rampage von 2018 steht das Monster Lizzie im Mittelpunkt, ein riesiges Krokodil, das nach der Einnahme eines Serums zu gigantischen Ausmaßen heranwächst. Lizzie ist wesentlich größer als die beiden anderen Tiere, die von dem Serum betroffen sind. Der Albino-Gorilla George und der mutierte graue Wolf Rolf. Mit ihrer übermäßigen Kraft, Geschwindigkeit und Beweglichkeit kann Lizzie mühelos Militärfahrzeuge anheben und Gebäude zerstören. Ihre enormen Kiefer sind in der Lage, Hubschrauber zu zertrümmern und Feinde zu zerquetschen. Aber Lizzie ist nicht nur stark, sie hat auch Stacheln an ihrem Schwanz, scharfe Zähne und Hauer und kann dank ihrer Klebefüße klettern. Im Wasser bewegt sich Lizzie blitzschnell und an Land ist sie in der Lage, Kampfjets aus der Luft zu schnappen. Ihre Kiemen ermöglichen es ihr außerdem, unter Wasser zu bleiben und zu atmen, ohne Luft holen zu müssen. Lizzie und die anderen mutierten Tiere sind das Ergebnis menschlicher Experimente und ihre Flucht führt zu Chaos und Zerstörung. Nummer 5. Love and Monsters aus dem Jahr 2021 ist ein Monsterfilm, der dem Genre eine einzigartige Wendung gibt. Statt einer traditionellen Monsterjagd folgen wir der Geschichte von Joel Dawson, der sich 7 Jahre nach einer Apokalypse, in der die Welt von monströsen Bestien überrannt wurde, auf die Suche nach seiner Ex-Freundin Amy macht. Auf seinem Weg trifft er auf eine Vielzahl von seltsamen Kreaturen, darunter die riesige und furchterregende Sandfresserkönigin. Die Sandfresserkönigin ist eine riesige, wurmartige Kreatur mit einem fleischigen, gefalteten Mund, der fast so groß ist wie sie selbst. Obwohl dieser monströse Wurm nur eine der vielen Gefahren ist, denen Joel und seine Gefährten auf ihrer Reise begegnen, ist er zweifellos auch eine der einprägsamsten. Die Spezialeffekte lassen das Monster echt aussehen und der Moment, in dem er gegen die Kreatur kämpft, ist sehr intensiv. Nummer 4. In dem Film The Avengers von 2012 kommen die Helden des Marvel-Universums zusammen, um die Welt vor einer außerirdischen Invasion zu retten, die von keinem geringeren als dem Chitauri Leviathan angeführt wird. Dieses Monster ist ein gigantisches Raumschiff in Form einer gefährlichen fliegenden Schnecke und hat genug Zerstörungskraft, um ganze Städte zu zerstören. Nicht nur sein Aussehen ist beeindruckend, sondern auch seine Waffen. Der Leviathan verfügt über eine Reihe von Energiekanonen, die alles zerstören, was sie treffen. Zum Glück verfügen die Avengers und ihre Verbündeten, darunter Iron Man und der Hulk, über die nötige Technologie und Superkräfte, um die Bedrohung zu stoppen. Das Interessante am Chitauri Leviathan ist seine Herkunft. Die Chitauri sind eine außerirdische Rasse, die in den Marvel Comics auftaucht und eine lange Geschichte mit den Avengers und anderen Superhelden hat. In der Filmversion werden die Chitauri von dem bösen Gott Loki angeführt, der eine Armee dieser Kreaturen auf die Erde bringt, um sie zu erobern. Nummer 3. Dieser Film wird dir wirklich eine Gänsehaut bescheren. Underwater aus dem Jahr 2020 ist ein Horrorfilm mit einem schrecklichen Monster namens Cthulhu Creature. Das Monster basiert auf der Figur Cthulhu aus den Geschichten von H.P. Lovecraft und ist eine furchterregende Kreatur mit Tentakeln und einem massiven Körper. In dem Film spielt Kristen Stewart die Rolle einer Überlebenden in einer Unterwasserforschungseinrichtung. Nach einem Erdbeben müssen sie und ihre Kollegen um ihr Leben gegen das Monster kämpfen, das den Ozean auf der Suche nach Beute durchstreift. Das Interessante an diesem Film ist, dass das Produktionsteam dafür gesorgt hat, dass das Monster so furchterregend wie möglich aussieht. Starkes Make-up und Spezialeffekte wurden eingesetzt, um das Monster noch realistischer zu machen. Auch wenn man sich bei diesem Film zweimal überlegen sollte, ob man im Meer schwimmen möchte, ist er auf jeden Fall sehenswert, wenn man ein Fan von Horror ist. Nummer 2.
Shin Godzilla ist ein Film aus dem Jahr 2016 und der 31. Godzilla-Film, der von dem japanischen Filmstudio Toho produziert wurde. Dieses Mal hat Godzilla ein völlig neues Aussehen mit einer schlanken, unheimlichen Erscheinung, die Fans auf der ganzen Welt schockiert hat. Was Shin Godzilla so interessant macht, ist die Idee, dass sich das Monster immer noch weiterentwickelt. Im Laufe des Films durchläuft er verschiedene Verwandlungen und Anpassungen, die ihn zu einer noch größeren Bedrohung für die Menschheit machen. Das schafft eine furchterregende Atmosphäre und hält den Zuschauer in Atem, da er nie weiß, was als nächstes passieren wird. Das Monster selbst ist eine wahre Meisterleistung der Spezialeffekte. Von den Schuppen auf seinem Körper bis zu seinem riesigen Schwanz ist alles so realistisch wie möglich gestaltet, um dem Zuschauer Angst einzujagen. Die Art und Weise, wie er sich bewegt und die Darstellung seiner verheerenden Kraft sind einfach beeindruckend. Nummer 1. Im Film Godzilla – The Planet Eater aus dem Jahr 2018 stellt sich Godzilla seinem bisher furchterregendsten Gegner, Void Ghidorah. Dieses Monster ist kein gewöhnlicher Ghidorah, sondern eine Kreatur, die in der Lage ist, Realität und Zeit zu manipulieren. Void Ghidorah erscheint als gigantisches, schwarz-violettes, drachenähnliches Monster mit drei Köpfen. Seine tentakelartigen Flügel können als Waffe eingesetzt werden und er kann Laserstrahlen aus seinem Maul schießen. Was den Film so interessant macht, ist die Tatsache, dass die Geschichte in einer Zukunft spielt, in der die Menschheit die Erde verlassen hat und nun auf anderen Planeten lebt. Als sie auf die Erde zurückkehren, müssen sie feststellen, dass Godzilla den Planeten übernommen und sich zu einer noch mächtigeren Kreatur als zuvor entwickelt hat. Dies zwingt die Menschen dazu, mit einer außerirdischen Rasse namens Exif zusammenzuarbeiten, die ihnen hilft, Void Ghidorah zu beschwören, um Godzilla zu besiegen. Was ist euer Lieblingsfilm und euer Lieblingsmonster? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einen Daumen hoch. Wenn ihr mehr Videos von uns sehen wollt, klickt auf den Bildschirm oder schaut euch auf unserem Kanal um. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.